In diesem Video werdet ihr alles über den CLS der zweiten Generation erfahren. Viel Spaß bei diesem Video. Wie gesagt, geht es heute um den Mercedes CLS der zweiten Generation, nämlich die Baureihe 218. Der wurde ja sowohl als viertüriges Coupé als auch als Shooting Brake, also Fünftürer, angeboten. Wir werden heute wie immer erstmal ein bisschen über die Modellgeschichte des Wagens reden, dann über die verschiedenen Ausstattungen und Innovationen, die dieses Auto hatte, über die Motoren und die aktuellen Preise und zum Schluss werde ich dann noch ein Fazit ziehen. Wenn euch der CLS der zweiten Generation gefällt, dann lasst auf dem Kanal hier auf jeden Fall schon mal ein Abo da und schreibt mir auch gerne neue Videovorschläge unten in die Kommentare rein. Dieses Video ist nämlich auch aus einem Kommentarvorschlag entstanden. Dann legen wir aber gleich mal mit der Geschichte und den Fakten des Wagens los. Der CLS der 218er Baureihe baut auf der Plattform der E-Klasse auf und ist in der Oberklasse, aber unterhalb der S-Klasse angesiedelt. Am Anfang konnte man nur das viertürige Coupé kaufen, nämlich ab Januar 2011. Und am 6. Oktober 2012, also circa anderthalb Jahre später, wurde dann der sogenannte Shooting Brake veröffentlicht, welches so eine Art Kombi-Coupé ist und damals auch in seiner Klasse einzigartig war. Heutzutage haben sich schon andere Marken, wie zum Beispiel VW mit dem Arteon, ein bisschen an diesem Konzept orientiert. Bei der Markteinführung lag übrigens der Einstiegspreis beim normalen CLS bei 59.800 Euro und beim CLS Shooting Brake bei 61.700 Euro. Also für den Shooting Brake musste man damals so ca. 2.000 Euro drauflegen, heutzutage sind aber die Shooting Brake Modelle deutlich günstiger als die Limousinen. Der CLS ist ja dafür bekannt, die bisschen sportlichere und trotzdem luxuriösere E-Klasse zu sein. Beim CLS waren damals zum Beispiel im Innenraum die in Lederoptik gehaltenen Armaturenbretter mit Kontraststitching serienmäßig. Diese Ausstattung wurde zum Beispiel bei der E-Klasse vielleicht bei 5-10% der Autos gerade mal verbaut. Außerdem waren zumindest beim Vorfacelift Biegsinnenscheinwerfer serienmäßig und ab dem Facelift dann Voll-LED-Scheinwerfer. Wer beim Shooting Brake damals was extrem Exklusives haben wollte, der konnte den Designio Holzladeboden bestellen. Hierbei handelt es sich, wie der Name schon sagt, um einen Ladeboden, der in so einer Holzjachtoptik gehalten wurde. Allerdings, wenn man sich heutzutage ein Modell mit diesem Holzladeboden kaufen will, muss man wahrscheinlich schon sehr lange suchen. Ab September 2014 gab es dann ein kleines Facelift, bei dem sowohl von außen die Scheinwerfer als auch die Stoßstangen verändert wurden. Im Innenraum haben sich die Änderungen klein gehalten, hier wurden nur die Lenkräder erneuert und das Display, das davor im Armaturenbrett eingebaut war, stand jetzt frei im Raum. Beim CLS dieser Generation standen insgesamt 5 Motoren zur Auswahl, darunter 3 Benzinmotoren und 2 Dieselmotoren. Bei den Benzinern gab es nur V6 und V8 Motoren. Als V6 Motor gab es zum Beispiel den CLS 300, den CLS 350 und den CLS 400. Bei den V8 Motoren gab es einmal den M278, welcher im 500er eingebaut wurde, und den M157, welcher im 63er eingebaut wurde. Auch hier sieht man wieder den deutlichen Unterschied zur E-Klasse, bei der es ja auch viele Vierzylinder-Benzinmotoren gab und diese auch oft verbaut wurden. Vierzylinder gab es beim CLS nur als Diesel, hier gab es nämlich den OM651, welches ein rein Vierzylinder-Diesel ist, der entweder 170 PS oder 204 PS leistete. Es gab auch einen V6 Diesel, welcher je nach Ausbaustufe und Baujahr zwischen 252 und 265 PS Leistung hatte. Meiner Meinung nach sollte man aber im CLS vom Vierzylinder eher die Finger weglassen, da die Laufruhe bei einem 6- oder 8-Zylinder natürlich deutlich höher ist. Ich persönlich würde beim Vorfacelift zum CLS 350 greifen und beim Facelift wurde dieser dann CLS 400 genannt. Hier hat man mit 306 PS beim Vorfacelift und 333 PS beim Facelift auch genügend Leistung und die Unterhaltskosten werden deutlich geringer sein wie bei den zwei V8 Motoren. Alle Modelle hatten übrigens serienmäßig Heckantrieb und beim Vorfacelift wurde auch immer das 7-Gang-Tronic Plus Getriebe verbaut. Beim Fahrwerk gab es natürlich auch beim CLS die Luftfederung Airmatic zur Auswahl. Hiervon würde ich euch aber bei einem Gebrauchtwagen eher abraten, da diese meist mit hohen Unterhaltskosten verbunden ist und das Fahrverhalten beim serienmäßigen Fahrwerk des CLS auch schon sehr gut ist. Wer sich jetzt aber aktuell einen CLS von dieser Generation kaufen wird, findet sowohl das viertürige Coupé als auch den Shooting Brake so ab 20.000 Euro mit unter 150.000 Kilometern gelaufen. Ich würde euch aber empfehlen, ein Modell mit AMG-Paket zu nehmen, da die ein bisschen frischer aussehen und meistens auch die schöneren Felgen und die bessere Ausstattung verbaut haben. Hier bekommt man die ersten Modelle so ab 22.000 bis 23.000 Euro mit unter 150.000 Kilometern. Meiner Meinung nach immer noch ein fairer Preis für das Auto, weil es sich wirklich gut fährt und auch immer noch eigentlich relativ modern aussieht. Welchen Motor würdet ihr beim CLS dieser Generation nehmen? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare rein. Und vergesst auch nicht, den Kanal hier zu abonnieren, wenn euch der CLS gefällt. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao.